Machen wir das mal. Ach Gott, das ist auch noch ätherisch. Warum muss das ätherisch sein? Ich kann kaum glauben. Kasia, da haben wir Ampisa jetzt erhalten. Das ist sehr schön. Und wir sollen Deckard Cain retten. Die Suche nach Cain. Gehen Sie durch den unterirdischen Durchgang zum Dunkelwald, suchen Sie den Inifusbaum und holen Sie die Schriftrolle. Alles klar. Der Orden heißt euch willkommen. Akara! Giftjacke reduziert 25%. Bringt mir nichts, weil ätherisch. Der Klöppel hier, 1 für Max-Schaden, 50 gegen Untote. Bringt mir Ordex weg. Tränke mal eben hier sortieren. Ein paar Stadtportale kaufen. Habe ich 5. Machen wir auch nochmal. 5. Haben wir 5 und 5. Damit kann ich arbeiten. Bringen wir das Geld wieder ins Lager und dann machen wir hier weiter. Sodele. Ich glaube, ich werde die Folgen hier relativ kurz halten. Ich denke mal so 10 bis 15 Minuten pro Folge werde ich wohl machen. Einfach weil ich gemerkt habe, dass die Leute so ganz lange Folgen gar nicht so gerne gucken. Also wenn ich bei mir auf dem Kanal gucke, kürzere Folgen laufen bei mir besser als lange Folgen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob die Leute einfach mich nicht eine Viertelstunde am Stück aushalten, was ich verstehen könnte, oder ob das einfach so ein Zeitding ist, so dass sie da sich dass sie da nicht die Zeit für haben, dass sie eine Viertelstunde halt eben gerade vielleicht noch so hinkriegen, aber alles was länger ist eben nicht mehr. So, übrigens hier Amplisa haben wir aus der Quest gekriegt, das ist unsere Begleiterin hier. Das ist eine Bogenschützin, die werden wir dann noch zusätzlich equippen. Sie hilft uns, sie begleitet uns. Das ist unsere Begleiterin jetzt. So, halten wir mal weiter. Ja, wie gesagt, mit meinem Trauzeugen, sie und dem Kumpel ist das halt. Ja, wie gesagt, das ist jetzt. Ich kenne ihn über mein halbes Leben. Und immer viel Spaß miteinander gehabt, was das mit dem Spiel angeht. Dementsprechend passte das. So. Ja, wir hatten damals auch immer, wenn wir Diablo gespielt haben, halt eben auch immer online. Und da hatten wir halt die Kombination erst meistens mit einem Turmbeschwörer oder mit einem Paladin gelaufen und ich halt mit der Zauberin hinterher. Das heißt, er hat für mich getankt und ich habe von hinten alles weggekillt. Ich muss sagen, das war eine verdammt gute Kombination. Also, da war nicht viel mit, ja, ständig sterben, weil irgendwie alles scheiße war. Ich bin ständig gestorben, weil mit der Zauberin, ich zeige euch das mal ganz kurz, gibt es den Skill, dass man sich teleportieren kann. Und Klein Sören hat ja natürlich keine Geduld und möchte natürlich alles sofort und ganz schnell und am besten schon vor 3 Minuten. Und dann teleportiert man sich halt einfach mal zu weit in die Monstermassen rein. Und was passiert? Es passiert, was passieren muss. Man stirbt, weil man einfach nicht die Verteidigung hat, um gegen die ganzen Monstermassen halt eben anzukommen. Meine Zauberin ist halt alles, aber keine Nahkämpferin. Oh, der ist böse. Mana-Verbrennung ist nicht gut für uns, aber der hat ein bisschen guten Loot. Der hat nämlich hier noch eine Rüstung, leichte Rüstung mit 5-6 Kältewiderstand. Wie hat die 8? Der hat 11, dann kriegt sie die. So, hier mal wieder aufräumen. Wir haben noch einen Skillpunkt zu vergeben. Kältezauber. Hauen wir was in Wärme, hauen wir was in den Schutz rein. Nee. Wir packen hier den einen Punkt rein. Aber wir sparen erstmal. Erstmal ist Sparen angesagt. Das Schöne ist, wir können unsere Skills einmal zurücksetzen pro Schwierigkeitsstufe umsonst. Das haben wir auch gleich mit der ersten Quest freigeschaltet. Beziehungsweise, ich weiß gerade gar nicht. Das war nicht mit der Quest. Schwachsinn. Wir können bei Ashara unsere Fähigkeitspunkte zurücksetzen, also bis wir Level 30 sind, glaube ich. Oder bis inklusive Level 30. Irgendwie sowas. So, ihr kommt mir bitte nicht zu nahe. Ist wieder ein extra Spinne dabei. Untote extra stark. Extra stark lese ich ungerne, weil die können böse sein. So. Das ist gut, der ist tot. Stab. Ist auch wieder ein Totenbeschwörerstab.
Wieso habe ich denn jetzt das gemacht? Mano, wollte ich gar nicht. Hier ist noch einer. Der ist gesockelt oder ist er ätherisch? Der ist gesockelt. Den können wir gut verkaufen. Eine gesockelte Kappe. Sehr schön. Da haben wir einen Punkt genommen. Danke. Kriegt die das und wir nehmen die gesockelte Kappe. Oh, ein Ring. Wie habe ich den denn übersehen können? Der erste Ring. Sehr schön. Was kann er? Einzuggeschicklichkeit und 5 Feuerwiderstand. Sehr schön. Nehmen wir mit. Die Widerstände sehen wir übrigens hier unten. Wir haben insgesamt 5% Giftwiderstand und 5% Feuerwiderstand. Ohne zusätzliche, es gibt Erhöhung, muss ich dazu sagen, ohne zusätzliche Erhöhung ist das Maximum bei 75%. Also man kann nie ganz immun sein gegen irgendwas. Das ist zumindest vom Spiel nicht vorgesehen. Das würde das Nest mal eben platt machen hier. Ja, wir sind hier mittlerweile über diesem Feld der Steine. Hier ist zum Beispiel der nächste stationäre Mob, der immer da ist. Hier gibt es so 5 Steinmonolithen und müssen wir dann später mit dieser besagten Inifus-Schriftrolle hier, müssen wir die aktivieren in einer bestimmten Reihenfolge. Und dann können wir dann dahin, wo Deckard Cain ist, dann können wir ihn retten. Und es wird bewacht von einem Gefallenen als extra Gegner, der heißt Raikanishu. Kann er ja schon mal spoilern. Mal gucken, wann wir auf den treffen. Das Problem bei dem ist, der ist eine Elektroverzauberung in den meisten Fällen. Und das macht ganz schön Aua. Weil bei Elektroverzauberungsgegnern ist es so, dass... Warte, ich muss mal anders hinsetzen hier. Es ist so, dass wenn du sie triffst, schießen sie meistens so ein paar Elektroladungen um sich herum. Und die können sehr, sehr gefährlich werden. Da gibt es nachher auch im zweiten Akt eine bestimmte Gegnerart, die das von Haus aus immer macht, ohne irgendwie ein Sondergegner zu sein. Ich sage jetzt schon, da wird es das erste Mal sein, dass ich sterbe. Spätestens da werde ich das erste Mal sterben. Einfach weil das mega fies ist. Es ist super schwer. So, gute Kappe. Und gesockelt. Erhöhte Maximalhaltbarkeit und gesockelt 5 und erhöhte Haltbarkeit, ja komm. Dann kriegst du die normale. Danke. Zack. Schrein der Fertigkeit. Schrein der Fertigkeit ist halt ein kleiner Buff. Und alle unsere Fertigkeitspunkte kriegen irgendwie 2 Punkte dazu. Ist ganz angenehm. Machen wir ein bisschen mehr Schaden mit unseren Skills. So, hier haben wir gerade ein Nest übrigens von den Gefallenen. Die sind immer sehr nervig, weil wir immer erstmal alle Schamanen töten müssen, bevor wir hier überhaupt irgendwas machen können. Weil sonst sind da einfach so viele Schamanen, dass sie sich die ganze Zeit einfach wiederbeleben. Und ich sehe schon hier auf der Karte, dass hier links davon schon gleich die Monolithen stehen. Das heißt, Raikanishu ist auch gleich hier. So, ich habe was gefunden. So viel wie ich hier sammeln habe ich glaube ich auch noch nicht in keinem Let's Play. Also mir ist echt der Hals trocken. Mal gucken, wie das weitergeht. Boah, Alter, hier sind noch so viele davon. Was ist denn hier los? Ah, und hier ist auch gleich schon die Ecke, alles klar. So, bisschen Fläche hier mal eben attackieren. Einfach weil die mir gerade auf den Sack gehen. Das sind mir hier zu viele. So. Alles klar, das sollte jetzt erstmal ein bisschen ruhiger hier werden. Ja, das Schöne mit den Blitzen ist halt einfach, die machen einen Flächenschaden, der sehr hilfreich sein kann. Weil sie halt eben viel auf einmal abdecken. Hier ist noch ein Ring. Hallo. 1 zu Max schon. Naja, egal. Nicht besonders gut, aber nehmen wir mit. Genau, Flächenschaden. Wobei das bei Kate halt eben ist, dass er nicht ganz so hohen Schaden, aber sehr punktuell dafür macht. Und beim Feuer ist es halt auch punktuell, aber nicht. Also ein bisschen mehr Schaden dafür, weil es nicht, sonst nichts macht. Es vereist nicht und nichts. So, und hier haben wir dann Raikanishu. Da oben steht er. Hallo, Alter, aua. So.
Wo ist er denn? Da ist er. Mächtige Magie geht von diesen Steinen aus. So, da ist er nämlich. Diese Blitzverzauberung. Seht ihr das? Das ist genau das, was ich meine. Wenn ich ihn treffe... Der erste seltene Gegenstand. Aber eine Armbrust, die kann ich nicht besonders gebrauchen. Aber ich nehme sie mit. So, hier, das sind die Monolithen, von denen ich geredet habe. Deswegen heißt das Ding auch Feld der Steine. Das sind die Steine. Und die können wir halt erst in dieser bestimmten Reihenfolge anklicken, sobald wir den Questgegenstand dafür haben. Finde ich immer ein bisschen schade, weil man durch Zufall ja trotzdem... Es sind fünf Steine. Die Möglichkeiten sind jetzt ziemlich begrenzt. Aber naja. So, Statikfeld. Statikfeld ist sehr, sehr hilfreich in Bosskämpfen, weil es pro Treffer 25% Schaden macht. Mit einem Cap bei 75%. Das heißt, ich kann nicht einfach viermal treffen und dann ist der Gegner tot. Nein, es ist 25% nehme ich ihn weg, dann nehme ich von dem Rest nochmal 25% weg. Was sind denn 25%? Wir haben 70, warte mal. 75 durch 4 ist 20 fast, sind 19, 18,4, wie auch immer und so weiter und so fort. Also ich kann nicht dreimal, dann habe ich ihn auf 75% runter, das ist schon anteilig von dem Restleben. Also immer 25% vom Restleben, bis maximal nur 25% Restleben da sind. So. Was wollte ich denn? Ich wollte hier den nächsten Punkt reinpacken, weil die Attacke etwas stärker ist. F3 austauschen. So, der Eisblitz sieht dann schon ein bisschen anders aus. Ne? Das ist schon eine richtige Kugel. Und hilft natürlich auch schon sehr. Hier ist der Eingang zu dem nächsten unterirdischen Durchgang. Das ist gut, dass wir den auch schon gefunden haben. Jetzt brauchen wir natürlich noch den Wegpunkt. Und der ist auch hier. Dann läuft der wie geschnitten Brot. So, dann gehen wir ab in die Stadt. Ich habe jetzt für heute, glaube ich, erstmal ausgedient. Ich habe jetzt nur eine Stunde aufgenommen. Aber da ich das Ganze ja noch schneide und so weiter und ein bisschen mache und tue, ist das schon okay. Alter, die bringen gut für Kohle. 1800 ist okay. 7 Giftschaden dauert 3 Sekunden. Kann ich aber auch nicht gebrauchen. So, guck mal, jetzt haben wir schon ein bisschen Kohle. Jetzt kann ich hier meine Portale mal voll machen und alles. Ist schon recht angenehm. Und hier habe ich noch 5 Punkte. Vitalität nochmal 5 dazu. So, da würde ich sagen, für die erste Aufnahmesession ist das schon ganz gut. Wir haben 2 Quests erledigt. Wir haben die dritte schon halb durch. Wir wissen, wo wir hin müssen. Und das Ganze in unter einer Stunde, das ist okay. 51 Minuten. Mal gucken. Ich glaube, ich werde das trotzdem in 3 bis 4 Folgen werde ich das wohl schneiden. So, das war's für heute für mich. Das hat nicht damit zu tun, dass ich keinen Bock mehr habe, das weiterzuspielen. Ich muss noch morgen früh wieder arbeiten, es wird langsam spät. Ich habe gerade noch Pokémon aufgenommen für die anderen Spiele, für das andere Let's Play und dann mache ich das nächste Mal weiter und melde mich dann wieder von dieser Stelle, von vor dem Schatz. So, ich bedanke mich fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal und damit sage ich Ciao.